Tag zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, auf dem es um das Medienmachen geht. Also um das Machen von Videos und Audios, sowohl im Hobby- als auch im semiprofessionellen und im professionellen Bereich. Jeder, der schon mal ein Video gedreht hat, der weiß, dass es auf gute Bilder ankommt, klar, aber dass es mindestens genauso auch auf guten Ton ankommt. Und jeder, der schon mal eine Videokamera benutzt hat, der weiß auch, dass der Ton meistens nicht unbedingt immer so hundertprozentig toll ist, wenn man ihn direkt mit einer Videokamera aufnimmt. Es gibt Ausnahmen, aber bei vielen Kameras ist das einfach so. Und deswegen machen ganz viele Videomacher etwas, was ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, was aber unterm Strich sich wirklich auch lohnt. Nämlich, man nimmt den Ton separat auf. Das heißt, man nimmt also die Bilder, das Video mit seiner Videokamera auf und nimmt den Ton parallel dazu separat mit einem Audiorekorder auf und bringt Bild und Ton dann später in der Post-Production wieder zusammen. Das hört sich erstmal kompliziert an, das ist aber relativ simpel und mit wenigen Klicks erledigt. Und ich habe mir heute für dieses Video mal drei sogenannte Field Recorder näher angeguckt. Also Field Recorder, Geräte, die man also mit nach draußen, die man mit zum Set, mit zum Dreh nehmen kann und damit guten Ton aufnehmen kann. Der F4 kommt von der japanischen Firma Zoom. Das Gerät hat 4 echte Eingänge und kann gleichzeitig 8 Spuren aufnehmen. Der MixPre 3 von der renommierten US-Firma Sound Devices hat 3 Eingänge und 5 Spuren. Und der Tascam DR70D aus Japan verfügt über 4 Eingänge und 4 Spuren. Alle drei Field Recorder sind die jeweiligen Einstiegsmodelle der drei Hersteller, auch wenn sie in unterschiedlichen Preisbereichen liegen. Der Tascam DR70D hat ein Kunststoffgehäuse und ist mit 200 bis 300 Euro preislich im Einstiegsbereich angesiedelt. An der rechten Seite befinden sich 3 der stabilen kombinierten XLR-Klinkeneingänge, bei denen die Stecker richtig einrasten und nur durch Druck auf die Metalltaste wieder freigegeben werden. Links ist der 4. XLR-Eingang platziert und über eine zusätzliche 3,5 mm Klinkenbuchse kann man zum Beispiel auch Lavaliermikrofone oder einen Line-Ausgang eines anderen Gerätes anschließen. Einen regelbaren Kopfhörerausgang hat der DR70 auch und hier kann man, wenn man will, den Kameraton einspeisen und abhören sowie das Tonsignal vom Rekorder an die Kamera übertragen. Der DR70D wird über ein leicht angewinkeltes Display kontrolliert und mit einem großen Drehdruckknopf bedient. So kann man das Gerät auch zum Beispiel beim Dreh in einer Umhängetasche tragen. Jeder einzelne der 4 Kanäle lässt sich einzeln einstellen und aktivieren. Für jeden Eingang kann man separat einstellen, ob das angeschlossene Mikrofon Phantom Power, also Strom aus dem Rekorder, braucht. Einen digitalen Limiter, der das Übersteuern ziemlich zuverlässig verhindert, kann man pro Kanal ein- oder ausschalten. An der Rückseite hat der DR70D 2 eingebaute Mikrofone, mit denen man zum Beispiel Atmo aufnehmen kann. Hinter einer etwas fitzeligen Klappe sitzen die 4 Doppel-A-Batterien zur Stromversorgung und auch der Steckplatz für die SD-Karte, auf die der Rekorder aufnimmt. Eine sehr praktische Funktion, wie ich finde, ist der Dual-Rack-Modus. Dabei wird der Ton gleichzeitig auf 2 Spuren aufgenommen, einmal mit normaler Lautstärke, die man an den Pegelreglern eingestellt hat, und einmal leiser. Wie viel leiser, das kann man hier im Menü einstellen. Alle 3 getesteten Rekorder kann man übrigens perfekt zusammen mit einer DSLR- oder DSLM-Kamera kombinieren. Mit 4 stabilen Schrauben wird dazu hier am DR70D eine Halterung befestigt und dann kann man seine Kamera einfach festschrauben. An der Unterseite hat der DR70D ein Gewinde, sodass man Kamera und Rekorder dann bequem auf ein Stativ setzen kann. Kommen wir zum zweiten Testkandidaten, auf den ich wirklich super gespannt war. Der MixPre 3 von Sound Devices kostet etwa 700 bis 800 Euro.
Geräte von Sound Devices kosten normalerweise ein paar tausend Euro und gehören weltweit zu den besten Audiorekordern. Tonprofis auf der ganzen Welt schwören auf diese Rekorder. Mixpre 3 und der größere Bruder Mixpre 6 sind die ersten Modelle, die für Radioleute, Podcaster, YouTuber und Einmann-Filmer entwickelt wurden. Das Gerät ist Rekorder, Mischer und Audiointerface für Mac oder PC in einem und ist trotzdem sehr handlich. Der Mixpre 3 hat ein stabiles Metallgehäuse, ist aber trotzdem vergleichsweise leicht. Er hat drei Eingänge, stabile Tasten und ein knackscharfes Farbtouch-Display. An der rechten Seite sitzt einer der drei Eingänge, die Kopfhörerbuchse, ein zusätzlicher 3,5 mm Eingang und eine Micro-HDMI-Buchse. Hier kann man zum Beispiel die Kamera anschließen, die dann die Aufnahme fernstarten kann. Der LED-Ring am Pegelregler zeigt an, ob der Ton okay ist. Links findet man die beiden anderen Eingänge sowie USB-A und USB-C-Anschlüsse. Über USB-C lässt sich das Gerät an den Computer anschließen und auch extern mit Strom versorgen. Einen Tonausgang gibt es natürlich auch. An der Rückseite wird das Batteriepack angedockt. Es gibt eins für 4, eins für 8 Batterien sowie eins für die weit verbreiteten Sony MPF-Akkus. Auch die SD-Speicherkarte sitzt hinter dem Batteriepack. Der kleine Imbusschlüssel wird mit einem starken Magneten gehalten und man braucht das Ding, wenn man eine Kamera auf das Mixpre schrauben will. Dann drückt man damit die Schraube nach oben und schraubt die Kamera auch damit fest. Das Besondere am Mixpre 3, das sind die sogenannten analogen Limiter. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Also hier ist im Moment jetzt alles eingestellt. Also der Kanalregler auf der linken Seite, da drumherum der grüne Ring, zeigt an, alles in Ordnung. Auch auf dem Display rechts kann man sehen, alles im grünen, gelben und vielleicht ab und zu mal so ein ganz kleines bisschen im roten Bereich bei minus 12 dB. Wenn aber jetzt also der Gesprächspartner plötzlich lauter spricht, als man das ursprünglich geplant hatte und somit also auch eingestellt hat, dann würden Geräte mit einem digitalen Limiter Probleme kriegen. Dann versuchen die zwar runterzuregeln, es ist aber im Prinzip schon zu spät. Der Ton ist bereits geklippt, also das heißt schon übersteuert und klingt nicht mehr wirklich gut. Bei einem Gerät wie dem Mixpre 3 mit analogen Limitern, da ist das anders. Der Ton bleibt nutzbar und das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich jetzt plötzlich laut spreche, dann also sieht man auf der rechten Seite, dass die Limiter eingeschaltet worden sind und trotzdem bleibt der Ton aber absolut nutzbar. Die Limiter regeln das Ganze herunter, regeln das analog runter, ohne und bevor tatsächlich der Ton so kaputt geht, dass man ihn hinterher nicht mehr benutzen kann. Und das ist ein Grund, warum sich analoge Limiter bei wirklich hochpreisigen Geräten durchgesetzt haben, weil man einfach deutlich mehr und deutlich besser und deutlich sicherer Ton aufnehmen kann, als man das mit den Consumer- oder Mittelklasse-Geräten machen kann, die eben nur digitale Limiter haben. Das dritte Gerät im Test ist der F4 von Zoom. Er liegt preislich in der Mitte der drei und kostet etwa 500 bis 600 Euro. Er hat 4 echte Eingänge und 8 Spuren. Eigentlich gibt es 6 Eingänge. 2 davon sind aber für den Ton reserviert, der von der Kamera kommt. Die Bedienung läuft über das monochrome Display und einen stabilen Drehdruckknopf. Die Pegelknöpfe lassen sich gut greifen und es gibt sowohl eine Anzeige auf dem Display als auch eine kleine LED-Leiste für jeden Kanal. Der F4 steckt in einem super stabilen Metallgehäuse, ist aber auch der größte und schwerste der drei. Die 4 Eingänge sind, wie beim Tascam DR70 auch, kombinierte XLR-Klinkenbuchsen von dem renommierten europäischen Hersteller Neutrik. Die Stecker rasten satt ein und werden über die Metalltasten wieder freigegeben. Die Kopfhörerbuchse ist 6,5 mm groß und die beiden Ausgänge sind XLR-Buchsen, zwei äußerliche Merkmale für professionelle Audiogeräte. Strom bekommt der F4 über einen sogenannten Hi-Rose-Anschluss, der ebenfalls aus dem Profibereich kommt. Als einziges der drei Geräte liefert der F4 Timecode-Signale und er hat einen separaten Anschluss für Mikrofonkapseln von Zoom oder weitere Eingänge. Hinter einer massiven Metallklappe verbergen sich der Einschub für die Batterien und 2 Steckplätze für SD-Speicherkarten.
8 AA-Batterien oder Akkus müssen eingelegt werden. Man kann über die Hi-Rose-Buchse aber auch externe Battery Packs anschließen. Die Menüführung ist klar und übersichtlich. Wenn man sich ein wenig an das Gerät gewöhnt hat, kommt man sehr gut damit zurecht. Der Menüknopf macht das Navigieren in den Menüs sehr komfortabel. Auch beim Zoom F4 gehört eine Halterung für die Kamera zum Lieferumfang. An der Unterseite gibt es dann ein Gewinde fürs Stativ. Fazit: Alle drei Geräte sind absolut empfehlenswert. Der Tascam DR70D ist das ideale Gerät für den Einstieg, aber auch dann, wenn ihr einen besonders leichten Audiorekorder sucht. Die Tonqualität ist trotz seines vergleichsweise niedrigen Preises wirklich hervorragend. Der Zoom F4 liefert absolut professionellen Sound, hat die meisten Funktionen und ist dann empfehlenswert, wenn man auf Timecode angewiesen ist und seinen Field Recorder am Set in einer Tasche umgehängt hat. Den F4 unter meine Kamera zu schrauben, dafür wäre er mir doch etwas zu schwer. Mein Testsieger ist der Mix Pre 3 von Sound Devices. Seine Mikrofonvorverstärker klingen natürlich, er hat das geringste Eigenrauschen der drei Recorder und seine Regler und Tasten wirken wie für die Ewigkeit gemacht. Der Mix Pre 3 ist leicht und trotzdem robust und die Bedienung per Touchscreen ist aus meiner Sicht absolut gelungen. Wer ihn sich leisten kann, der schafft sich damit ein echtes Audiojuwel fürs Leben an. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über das Thema Field Recorder und natürlich speziell über diese drei Geräte, die wir uns heute näher angeguckt haben. Wenn ihr euch für die technischen Daten interessiert, unten in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr braucht, um die technischen Daten zu finden und natürlich auch die aktuellen Preise nachzugucken. Und wenn ihr euch für einen dieser Rekorder entscheidet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen dieser Links unten benutzen würdet, um den Rekorder zu kaufen. Dann bekomme ich eine kleine Provision für euch. Ändert sich gar nichts, das Gerät wird dadurch nicht teurer. Und ich kann die Provision nutzen, um weitere Videos dieser Art zu produzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Dann erfahrt ihr immer, wenn es ein neues Video hier gibt. Die wird es regelmäßig jetzt in Zukunft hier auf diesem Kanal geben und werden sich alle um das Thema Medienmachen drehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über den Daumen nach oben. Denn Daumen und Abos, das bedeutet für YouTube eben, das ist Content, das sind Inhalte, die Zuschauer mögen. Und dann hat man als Videomacher natürlich auch was davon, weil dann die Videos entsprechend in den Suchergebnissen weiter oben angezeigt werden. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!